Hallo YouTube, mein Name ist Manu von Jean Hilfte und ich freue mich ganz herzlich, euch zu begrüßen zu den Mathematik-Nachhilfe-quadratischen Funktionen-Gedöns-Folien. Wir fangen an mit den quadratischen Funktionen und als erstes möchte ich euch sagen, was die allgemeine Funktionsgleichung der quadratischen Funktion ist. Wir haben jetzt keine linearen mehr, sondern quadratische, das heißt, wir haben nicht nur ein x Element und ein Absolutglied, sondern wir haben auch ein x-Quadrat-Element dabei. Also wir haben quasi ein x-Quadrat, hier vorne so. Wir haben einmal ein x und einmal ein Glied ohne x. Wir haben quasi x hoch 2, x hoch 1 und x hoch 0. Und das bedeutet, ax-Quadrat plus bx plus c ist die allgemeine Funktionsgleichung für die quadratischen Funktionen. Ja, dafür habe ich ein paar Beispiele rausgesucht. Zum Beispiel können wir als a minus 4, als b minus 12 und als c minus 9 einsetzen. Dann heißt das Ganze minus 4x² minus 12x minus 9. Oder halt, wir setzen für a 1 ein, dann kann man es auch weglassen, dann muss man es nicht hinschreiben. Dann heißt es x² minus 6x plus 7 zum Beispiel. Oder eben, wir setzen für a 1, für b und c 0 ein, dann haben wir nur x². So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wie das aussehen könnte und sehen, die sind irgendwie anders als die linearen Funktionen. Also, die quadratischen Funktionen sind definitiv Kurven. Das kann man so sagen. Wir haben hier die letzte Funktion, ist hier diese, die hier in der Mitte ist. Dann haben wir die Funktion x² minus 6x plus 7 ist diese andere Funktion hier. Und dann haben wir noch die minus 4x² minus 12x minus 9. Das ist diese Funktion hier. Wie sich das zusammensetzt, das gucken wir uns jetzt mal an. Die Frage ist erstmal, oh, habe ich vergessen zu animieren, egal. Wie konstruiert man einen solchen Graph? Also ich habe hier Beispiele so, jetzt stehen sie beide da. Und ich habe natürlich auch ein Koordinatensystem. Punkt. Es ist jetzt so, dass man diesen Graph nicht wirklich freihand, doch man kann ihn freihand konstruieren, indem man sich eine Wertetabelle macht und einsetzt für bestimmte markante Werte. Oder eben man hat eine Parabelschablone, der Graph heißt nämlich Parabel, also das ist keine gewöhnliche Kurve, sondern es ist eine Parabel. Wenn man eine solche Parabelschablone hat, dann braucht man nur noch den Scheitelpunkt, zum Beispiel hier bei der ersten, der Scheitelpunkt ist 0 und 0 und von diesem Punkt aus zeichnet man dann die Funktion. Beim zweiten haben wir den Scheitelpunkt minus 3 und 2. Das sieht bei der ersten Funktion in etwa so aus. Wir haben quasi hier unten, dort, wo die Funktion ihren tiefsten Punkt hat, haben wir quasi den Scheitelpunkt 0, 0 oder bei der zweiten Funktion hier oben, da hat auch diese Funktion ihren tiefsten Punkt. Wie kommt man aber auf den Scheitelpunkt? Gut, bei x² ist es eigentlich recht logisch. Wenn ich Werte quartiriere, dann kriege ich letztendlich nur positive Werte raus. Denn 1 zum Quadrat ist 1, minus 1 zum Quadrat, das ist ja minus 1 mal minus 1 und wir haben gelernt irgendwann mal, dass minus mal minus plus ergibt, ist auch 1. Das heißt, bei x² ist es logisch, dass eigentlich nichts unter 0 sein kann. Dementsprechend wissen wir das da. Bei der zweiten Aufgabe ist es schwierig, werden wir uns nochmal genau angucken, da kann man nämlich eine Sonderform draus machen, komme ich aber nachher noch zu. Erstmal sei euch gesagt, dies ist die Formel, um den Scheitelpunkt auszurechnen. Tja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer, die Formel steht auch im Tafelwerk, ich weiß nicht, wo sie bei euch steht, bei mir ist es auf Seite 29, glaube ich, ist auch egal, die könnt ihr auf jeden Fall verwenden, wenn ihr die braucht, so oft braucht man die eigentlich nicht, meistens ist das vorgegeben. So, kommen wir zu Verschiebungen von diesen Funktionen. Also wir haben ja eben schon gesehen, dass, ich mache das nochmal zurück, dass diese x-Quadrat-Funktion hier, im Koordinatenursprung quasi beginnt und zu beiden Seiten nach oben führt. Quasi an der y-Achse gespiegelt ist diese Parabel. Das ist die Normalparabel, sagt man dazu. Also wenn die Parabel genau so aussieht. So, und jetzt kommen wir zur Verschiebung. Und zwar gibt es da eine bestimmte Sonderform. Das ist die y gleich x plus d in Klammern zum Quadrat plus e Form, mit der wir ganz locker, ganz fix so ein bisschen was verschieben können. Erstmal habe ich hier ein Bild, wo man das so ein bisschen sehen kann. Das ist jetzt hier, dieses Häkchen nach oben bedeutet natürlich hoch, ne? Wir haben hier einmal die Normalparabel als zweite, als dieses helle Rot. Das ist x plus 0 hoch 2 oder x hoch 2, das ist die Normalparabel. Dann haben wir x plus 2 hoch 2,
Das ist diese dunkelrote hier. Und dann haben wir x minus 3 hoch 2, das ist die schwarze hier. Das heißt, wir haben erstmal das e weggelassen, beziehungsweise wir gehen erstmal davon aus, dass e 0 ist und verändern d so, wie wir es haben wollen und gucken, was passiert. Und was passiert, ist folgendes, dass sich die Parabel, also die Funktion, der Graph der Funktion, verschiebt und zwar an der x-Achse und dafür sorgt das d. Das d sorgt für eine Verschiebung an der x-Achse und zwar in eine entgegengesetzte Richtung. Wenn d positiv ist, ist die Verschiebung in die negative Richtung. Wenn d negativ ist, ist die Verschiebung in die positive Richtung. So, und jetzt habe ich noch ein anderes Bild für euch mitgebracht. Hier habe ich einmal das d rausgelassen, also d ist gleich 0. Wir haben x² plus e. E ist das Absolutglied in diesem Fall, beziehungsweise kann E auch als C bezeichnet werden. In dieser Sonderform heißt es aber E, weil es eben diese Sonderform ist. Und jetzt ist es so, dass wir sehen, dass wir einmal den dunkelrote x² plus 2 haben, dann x² ist wieder die Normalparabel und dann haben wir x² minus 3 hier unten. Das bedeutet, wir sehen auch, dass, dass die E-Variable quasi eine Verschiebung an der y-Achse verursacht. So, und jetzt habe ich mal noch, nee, eigentlich hatte ich noch ein Bild, habe ich gar nicht mehr reingenommen, egal. Jetzt ist es so, dass man das Ganze auch zusammenführen kann. Und zwar, wenn es dann heißt, y ist gleich x plus d Quadrat plus e, x plus d in Klammern zum Quadrat plus e. Und das bedeutet dann, dass die sowohl auf der x- als auch auf der y-Achse verschoben werden einfach. Und wenn man diese Sonderform quasi hat, dass die Funktion in dieser Form vorliegt, dann kann man einfach die Scheitelpunktkoordinaten so bestimmen mit s ist gleich minus d und e. Weil ja d an der x-Achse verschoben wird, und zwar in negative Richtung, hatten wir gesagt, und e verschiebt auf der y-Achse, und zwar in positive Richtung. So, wie kommt man aber auf so eine Sonderform? Also die ist ja meistens nicht so gegeben, die Funktion. Hin und wieder geht das. Ich muss jetzt tatsächlich noch einmal zurückmachen, um euch was zu zeigen. Und zwar haben wir hier x plus d in Klammern zum Quadrat. Ich habe heute, fällt mir gerade auf Facebook, das Video zu den binomischen Formeln gepostet. Wer sich das nochmal angeguckt hat, hier braucht man jetzt binomische Formeln, denn x plus d in Klammern zum Quadrat ist eine Summe, die quadriert wird und deswegen wird eine binomische Formel letztendlich angewandt. Das nutzen wir bei der Sonderform aus, dass diese, also wenn wir das erzeugen wollen, nutzen wir das aus, weil die Sonderform eben diese binomische Formel haben und wenn wir eine Gleichung in Nicht-Sonderform haben, ja zum Beispiel diese x² plus 6x plus 11, dann können wir das genau rückgängig durchführen. Das geht nicht mit allen, aber mit einigen, bei manchen Sachen sieht man das, dass man das rückgängig durchführen kann. Hier zum Beispiel, also wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann sieht man das, muss ich dazu sagen. Also sofort sieht man das natürlich nicht, aber ja, vielleicht sieht man es doch sofort. Ich weiß es nicht. So, es ist jetzt so, dass man diese plus 11 jetzt zerteilen kann. Einmal in x² plus 6x plus 9 und das Ganze plus 2. Ich habe quasi die 11 in 9 und 2 geteilt, kann ich ja machen. Auseinanderziehen, so wie beim Räuberromi quasi. Und jetzt sehen wir, dieser erste Term, x² plus 6x plus 9, ist die Lösung einer binomischen Formel. Ich habe hier nochmal hingeschrieben, was eine binomische Formel ist. Also a plus b in Klammern zum Quadrat ist a² plus 2ab plus b². Und wenn wir das Ganze hier rückgängig ausführen, dann kommt als binomische Formel x plus 3 in Klammern zum Quadrat raus. Wenn man das jetzt, also wenn man das jetzt auf die binomische Formel hier lösen würde, also x plus 3 in Klammern zum Quadrat, würde man auf x Quadrat plus 2ab ist in dem Fall 2 mal 3 mal x sind 6x plus b Quadrat, also auf 9 kommen und die 2 bleibt hinten an. Dementsprechend hat man die Sonderform und auch von dieser schönen Funktion hier oben, die eigentlich so gar nicht wie eine Sonderform aussieht, hat man auf einmal einen Scheitelpunkt, den man nett bilden kann. Und das sieht dann auch gut aus, wenn man das einzeichnet ins Koordinatensystem. Was kann sich aber noch verändern an so einer Parabel, an so einer quadratischen Funktion? Sie kann gestreckt werden, sie kann gestaucht werden oder sie kann gespiegelt werden. Und da habe ich wieder ein Bild, und zwar folgendes. Wir haben hier einmal die Normalparabel, wieder in Rot, in der Mitte. Wir haben eine gestreckte Funktion, also die ein bisschen dünner ist. Und wir haben eine gestauchte Funktion, die ein bisschen dicker ist. Die dunkelrote ist die gestauchte und die gestreckte ist die schwarze. Und jetzt sehen wir hier schon, wir haben einen Faktor vor dem x². Also wir haben einmal 1,
als Normalparabel. Und dann haben wir einmal 1,5, also 0,5 als Faktor. Für die dunkelrote und für die schwarze haben wir, also für die gestreckte, haben wir letztendlich 2 als Faktor. Das heißt, wir können daraus entnehmen, dass solange a größer ist als 1, also der Faktor vor dem x-Quadratglied, vor dem quadratischen Glied, der Funktion, handelt es sich um eine Streckung. Solange a kleiner ist, oder wenn a kleiner ist, handelt es sich um eine Stauchung der Funktion. Und dann gibt es noch folgendes Phänomen, und zwar jenes. Wenn wir nur die schwarze und dunkelrote nehmen, die schwarze ist jetzt mal eine gestreckte, genau, es ist hier a größer als 2, eine gestreckte Parabel. Und f von x, also die dunkelrote, ist auch eine gestreckte Parabel, allerdings gespiegelt. Und wie erzeugt man das? Indem a einfach nicht größer als 1 ist, und, sondern kleiner als 1, aber das ist jetzt eigentlich egal, sondern a ist negativ. Und das heißt, a, wenn a kleiner als 0 ist, handelt es sich um eine Spiegelung. Nebenbei gesagt, bei der Spiegelung ist es natürlich so, dass wenn a kleiner als minus 1 ist, es sich um eine Streckung handelt, so wie wir hier sehen, minus 2. Und wenn a größer als minus 1 ist, also zum Beispiel minus 0,5, dann handelt es sich wieder um eine Stauchung. So, kommen wir aber jetzt zum Wichtigen, zu den Nullstellen. Also eigentlich war alles wichtig, aber jetzt kommt das Wichtigste, die Nullstellen. Erstmal ist die Frage, was gibt es für Möglichkeiten? Wir sehen hier drei Funktionen und sehen, die eine hier, die hellrote, sag ich mal, die hat überhaupt gar keine Nullstelle, weil die kommt auf der x-Achse nicht an. Die schwarze hat nur eine Nullstelle und die rote hier hat zwei Nullstellen, also zwei Schnittpunkte mit der Null, mit der x-Achse. Das heißt, es gibt entweder eine, es gibt zwei oder drei. So, wir brauchen, um die Nullstellen ordentlich oder leicht auszurechnen, eine Normalform. Die Normalform lautet f von x ist gleich x² plus px plus q. Die kriegen wir. Das heißt also, wir haben jetzt nicht mehr a, b und c, sondern wir haben genau genommen nur noch das b-Glied und das c, die jetzt mit p und q benannt werden, warum auch immer. Das ist halt so festgelegt worden. Und dadurch haben wir die Normalform, die wir durch äquivalente Umformung herauskriegen. Wichtig ist, das darf man bei der Scheitelpunktberechnung nicht machen. Da gibt es keine äquivalenten Umformungen, sondern es geht nur bei den Nullstellen, weil wir ja quasi eine andere Funktion letztendlich haben, wenn wir hier das Ganze durch 3 rechnen, quasi wenn a 3 ist, sodass man a eliminiert oder wegkürzt. So, wenn wir p und q, also die pq-Formel auch genannt, die Normalform haben, dann können wir das Ganze wie eine quadratische Gleichung lösen, also erstmal der Ansatz zum Lösen, f von x0 ist gleich 0 und dementsprechend ist x0, 1 oder 2 gleich minus p halbe plus minus Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Die Formel kennt ihr schon, wenn ihr das Video zu den quadratischen Gleichungen gesehen habt. Dürftet ihr eigentlich. Und diese Formel steht auch im Tafelwerk, müsste man eigentlich drauf haben, habe ich damals auch gesagt. Und diese Möglichkeiten, je nachdem wie viele Möglichkeiten man hat, beziehungsweise wie viele Lösungen es gibt einer quadratischen Funktion, erkennt man hier wieder, und zwar an dem, was unter der Wurzel steht. Wenn nämlich unter der Wurzel etwas steht, was kleiner als 0 ist, dann hat man eine Wurzel aus einer negativen Zahl, was im Bereich der reellen Zahlen nicht lösbar ist. Also Wurzel aus minus 1 geht eigentlich nicht, mit Ausnahme, aber die erwähne ich jetzt nicht, das ist uninteressant. Wenn das, was unter der Wurzel steht, 0 ist, dann gibt es nur eine Nullstelle, weil dieses Plus-Minus rausfällt quasi. Und wenn das größer als 1 ist, dann gibt es zwei Nullstellen. Größer als 0, meine ich. Wenn es größer als 0 ist, dann gibt es zwei Nullstellen. So viel dazu. Man muss es einfach nur einsetzen, p einsetzen, q einsetzen und schon, sag ich mal, ist man in der richtigen Richtung unterwegs, wo man dann die Nullstellen auch hat. So, ich muss ein bisschen schneller machen. Das letzte heißt das Monotonieverhalten. Wir haben ja schon gemerkt, es gibt hier kein eindeutiges Monotonieverhalten. Wir haben die Parabeln, die einmal nach unten gehen und dann irgendwann wieder nach oben gehen oder andersrum, erst nach oben, dann nach unten. Das heißt, man muss unterscheiden im Monotonieverhalten und die Unterscheidung wird jeweils, also die Unterscheidung auf der x-Achse, der Grenzwert quasi des Monotonieverhaltens, der Wert, an dem das Monotonieverhalten sich ändert, ist der x-Wert des Scheitelpunktes, also xs habe ich den mal genannt. Und dann unterscheiden wir natürlich in nach oben geschlossene Parabel, nach oben geöffnete, nach unten geöffnete, quasi eine mit positivem Faktor vor a, eine mit negativem Faktor vor a.
vor x meine ich, so, genau. Und je nachdem, ob a dann eben kleiner 0 oder größer 0 oder kleiner 0 ist, unterscheidet man. Da ist es nämlich umgekehrt, weil wir sehen ja erst, hier geht es erst bergab und hier geht es erst bergauf. So, und dann heißt es, wenn x, also für x ist kleiner als xs, also für alle beliebigen Werte auf der x-Achse, die kleiner sind als der s-Wert, als der x-Wert des Scheitelpunktes, also in diesem Fall 0 hier, ist die Funktion monoton fallend. Für alle größeren Werte ist die monoton wachsend. Für a kleiner 0 ist das Ganze umgekehrt, weil, hatte ich ja schon gesagt, weil die erst wächst und dann fällt. Mensch, jetzt habe ich schon wieder so lange gelabert. Das war's an dieser Stelle, aber zu quadratischen Funktionen. 17 Minuten dürften rum sein. Ich sage, ich bin Manu von Joa Hälfte. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ich euch helfen konnte, dann helft auch mir mit einem Klick auf den Abonnieren-Button. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwann wieder woanders steht. Egal, ich lasse das jetzt so. Vor allen Dingen ist es so, dass ihr auch auf Facebook auf Like oder Gefällt mir oder so klicken könnt und auch die Videos teilen könnt, sofern sie euch denn gefallen. Des Weiteren habe ich bei Facebook eine Umfrage erstellt, wo ich so gefragt habe, was ihr überhaupt für Mathe-Tutorials noch haben wollt. Da könnt ihr ja auch mal ein bisschen mitvoten quasi. An dieser Stelle, beziehungsweise in diesem Sinne, sage ich Tschüss!